Ilona, ihr vertretet ja zwei Marken, Nivirk und Gradient. Bei Gradient bringt der neuen C auf den Markt. Wo ist denn der angesiedelt? Ja, das ist der Aspen 5 und der Aspen 5 ist jetzt dieses Mal ein Gerät, der schon sehr in die Leistungsschiene geht. Also da wurde schon ein Schirm entwickelt, wo es wirklich um Leistung im Hochleistungsbereich eher reingeht. Und was haben es noch so gebracht? Also nach wie vor ist bei uns jetzt der Golden 4, das ist der Low-End B-Schirm, also es ist halt ein ehrlicher 1 bis 2 oder B-Schirm, was früher gewesen ist. Der halt wirklich für den Schüler, wenn er mal ein, zwei Jahre mit dem A-Schirm geflogen ist, dann umwechseln kann. Und dann Bergsteiger kommt auch noch, oder? Genau, also das ist der Eiger, den gibt es dann in zwei Größen mit 19 und 23 Quadratmeter als beim DHV zugelassen. Und der wird jetzt in den nächsten eineinhalb Monate rauskommen. Und Nivirk geht ja beim C-Schirm ein bisschen eine andere Strategie. Genau, Nivirk hat eigentlich immer in der Intermediate-Klasse, der Arctic, sitzt der Arctic 4, ist immer in der Mitte angesiedelt gewesen. Also das ist wirklich ein sehr ehrlicher Intermediate-Schirm, den man auch dann mal, wenn man aus der B-Kategorie rausgeht und umsteigt, den fliegen kann. Und dann hat Nivirk ja doch noch eine Forschungsstudie. Genau, also Nivirk hat jetzt, den haben sie jetzt rausgebracht, das ist der Skin, den es in verschiedenen Größen gibt. Das ist ein Einfachsegel und also ist halt jetzt ein Schirm auch mal als Einfachsegel, der eben auch schneller ist, als wie die Schirme, die es da bis jetzt auf dem Markt gegeben hat. Der hat auch 5 Zellen innen drin und hat ein interessantes, ist ein interessantes Gerät, jetzt wirklich zu fliegen. Kann man den beschleunigen? Genau, kann man auch beschleunigen, ja. Christoph, die Gurtzeuge werden immer leichter, aber die Protektoren haben sich nicht so richtig weiterentwickelt. Woody Valley macht da ein bisschen eine Ausnahme. Ja, also Woody Valley ist da ganz anders unterwegs als so manche andere. Wir haben nicht versucht, die Protektoren immer kleiner zu machen und immer leichter zu machen. Leichter wollten wir sie natürlich trotzdem machen, aber ganz wichtig für uns die Funktionalität dieser Protektoren. Also das Wichtige ist, dass sie funktionieren und dass sie nicht nur auf der Fallanlage optimiert für einen bestimmten Winkel funktionieren, sondern in der Praxis auch. Und ich würde hier gerne mal das Vani zeigen. Das Vani hat hier unten eine Stahlfeder drin, die den Protektor, sobald ich das Gurtzeug auspacke, aufbläst, sodass der Protektor von Anfang an in einer guten Form ist. Und wenn ich das Gurtzeug so, wie es jetzt ist, ohne Anströmung fallen lasse, dann funktioniert der Protektor schon 100%. Und das ist ganz entscheidend für die Sicherheit am Start. Und besonders hier auch die Geschichte, dass der Protektor auch in anderen Winkeln getestet worden ist. Woody Valley hat die einzige Fallanlage, die ich kenne im Moment auf der Welt, wo man auch mit einer größeren Rücklage den Protektor testen kann. All das haben wir gemacht und festgestellt, dass dieser Protektor mit seiner Stahlfeder wirklich 100% funktioniert. Und das Gewicht von dem Gurtzeug ist trotzdem mit 4 Kilo immer noch sehr gut dabei, auch gegenüber unseren Konkurrenzprodukten. Problem war ja früher auch, dass bei Wendigurtzeugen der Rucksack mehr oder weniger auch gleichzeitig der Protektor war. Das heißt, Verletzungen am Rucksack haben sich auf den Protektor auch ausgewirkt. Ihr habt da auch eine Neuerung. Ja, also das ist auch hier, wenn ich es mal kurz zeigen darf, wenn man hier hinten reinschaut. Dann sieht man, dass der Rucksack, wenn ich das Gurtzeug umdrehe, ein ganz eigenes Material hat. Also das heißt, wenn ich das Gurtzeug umdrehe und als Rucksack trage, dann ist das Gurtzeug komplett geschützt in diesem Rucksack drin, sodass mein Protektor nicht leidet und einfach bedeckt ist von dem Außenmaterial und nicht selber das Außenmaterial darstellt. Das Vani gibt es jetzt auch als Vani Light und auch da besteht ein ausreichender Schutz. Ja, also auch hier haben wir geschaut, dass wir einen Protektor haben, der von Haus aus vorgefüllt ist. Anders als beim Vani vorhin ist, haben wir hier keine Stahlfeder, sondern einen Nitinoldraht, der den Protektor hier, wenn ich den Gurt auspacke und am Startplatz ohne Anströmung benutze, schon offen hält. Und der funktioniert damit auch schon ganz gut. Wie viel wiegt denn das Vani Light? Das Vani Light wiegt 2,6 Kilo in der Größe L. Ist also 1,6 Kilo leichter als das Vani.
Ist das auch ein Wendegurtzeug? Ist auch ein Wendegurtzeug, ja. Hat genauso wie vorhin beim Warni einen extra Rucksack drin. Also auch hier wird wieder das Protektormaterial geschont und nicht nach außen getragen, sondern wir können auch hier wieder das Gurtzeug komplett in einen Rucksack verpacken. Und es ist also gut geschützt als Rucksack.